Am Donnerstag wird im Stadtrat das Klimaschutzteilkonzept beschlossen. Wir Grünen haben vor 2 Jahren zusammen mit der SPD und den Linken den Klimanotstandsbeschluss durchgesetzt. Und mit diesem Klimanotstandsbeschluss hat sich die Stadtverwaltung verpflichtet, alle Schritte hin zu CO2-Einsparungen zu gehen. In 3 verschiedenen Schritten wird man nun in den kommenden Jahren die Liegenschaften der Stadt sanieren und auch so verändern in der Energiegewinnung, dass viel CO2 eingespart wird. Durch den Beschluss, der uns am Donnerstag vorgelegt wird, sollen in einem ersten Schritt 220 Maßnahmen dazu führen, dass knapp 2000 Tonnen CO2 per anno eingespart werden. Damit werden auch gleichzeitig 500.000 Euro Energiekosten eingespart, was auch ein guter Punkt ist. In weiteren Schritten muss dann hingegangen werden und die längerfristigen Maßnahmen, die teureren Maßnahmen nochmal zu erledigen. Aber erstmal werden viele Photovoltaikanlagen entstehen, werden hydraulische Abgleiche gemacht und wird auf LED umgestellt und dadurch schon ein guter Schritt hin zu mehr Klimaneutralität gegangen. Und wir begrüßen das Ganze sehr.